So, und da sind wir wieder beim Mass Effect. Und die Musik geht jetzt nur noch durchgehend hier. Okay, wir müssen zurück. Ich weiß zwar nicht, was ich hier noch holen kann, aber ich werde es holen. Was auch immer es ist. Es scheint übrigens irgendwas von einem Aufzug. Dann mal raus hier. Wir haben übrigens ein Level-Up bekommen. Deswegen werde ich gleich mal die anderen hochstufen. Ich habe mich selbst schon hochgestuft. Wieder auf Spectre Training. Altbekanntes Team. Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Lock. Ja, ja. Erstmal hier. Du kriegst wieder Sturmgewehr und du kriegst das. Hast du das voll? Hoch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. So, wir waren ja letztens hier irgendwo. Wo hätte ich dann hingemusst? Also, hier sagt er mir was von, mit einem Fahrzeug. Okay. Dann wird das wahrscheinlich dieser Fahrstuhl da sein. Wo wir eben nicht reinkamen. Und was heißt eben? Damals. Wir haben ja schon alles an Nebenaktivitäten gelöst. Für die Leute. Wie ich einfach nie wieder zur Citadel zurückgehe. Wer braucht die auch schon? Ich komm allein klar. Leute, ich bin wieder da. Der Mensch dann halt nicht, ey. Ich finde es auch ein bisschen komisch, warum kann ich hier nicht schneller rennen? Und manchmal kann ich halt schneller rennen. Ich rede nochmal mit dem hier. Commander, was kann ich für Sie tun? Da lebt ein Mann unten in den Tunneln. Gehört er zu Ihnen? Sie müssen ihn meinen. Er ist ein kranker Mann. Im Ernst? Was können Sie mir noch über Exogeny erzählen? Exogeny gründete diese Kolonie. Ohne sie wären wir nicht hier. Kolonisation ist ihr Spezialgebiet. Sie finanzieren die Kolonie und wir arbeiten für sie. Ihr Hauptinteresse gilt dem Bergen von Artefakten und Ressourcen. Aber hier gibt es nichts. Zumindest haben wir nichts gefunden. Ob die geht vielleicht danach suchen? Vielleicht. Wie gesagt, wir haben hier nichts Wertvolles gefunden. Aber vielleicht wissen die geht mehr als wir. Wir sprechen uns wieder, wenn ich mehr weiß. Viel Glück, Commander. Ich guck übrigens mal gerade, ob die anderen jetzt auch eine bessere Rüstung haben. Du hast auf jeden Fall ein besseres Gewehr. Und eine bessere Shotgun. Und eine bessere Pistole.
Und ein besseres Scharfschützengewehr. Naja. Ah, ich hatte gerade die passende Rüstung für ihn, aber hey. Dann halt nicht, dann hat er jetzt halt eine andere als ich. Aber wir waren gerade so im Partnerlook. Das fand ich eigentlich ganz nett. Lassen wir so. Ah, jetzt können wir da durch. Warum konnten wir da vorher nicht durch? Woran lag denn das jetzt, dass wir hier jetzt nicht durch konnten? Komisch. Ach, hier hätte ich die zum ersten Mal getroffen, oder was? Na, ist ja geil. Ja schon jahrelang vorher. Wonach suchen Sie? Wir empfangen ein schwaches Kommsignal. Ich kann es aufgrund der Störungen nicht lokalisieren. Da ist noch mehr, Commander Shepard. Ich kann es immer noch nicht orten. Passiert da was? Lisbeth könnte noch da drin sein. Es ist erst einige Tage her. Meine Tochter. Ich warte, solange ich muss. Ihr sterbt alle. Da kann man ja auch noch rein. Was da wohl drin ist. Da passiert etwas. Da ist eine Art Fahrzeug. Keins der geht. Wo immer das herkommt, Sie müssen uns sehen. Guten Tag. Das ist nah genug. Entspannen Sie sich, John. Das sind offensichtlich keine Geht. Gehen Sie zurück, Juliana. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Commander Shepard, ich bin hier, um Ihr Geht-Problem zu beseitigen. Sehen Sie? Sie machen sich zu viele Sorgen. Sie vertrauen anderen zu schnell, Juliana. Ich bin nur froh, ein freundliches Gesicht zu sehen. Ich dachte, wir wären jetzt die einzigen Menschen auf diesem Planeten. Faidan und einige andere Mitglieder von Sue's Hope sind noch am Leben. Ich dachte, Sie sagten, sie wären alle tot. Ich sagte, sie wären vermutlich alle tot. Sie leben, aber die Geth haben ihre Kolonie verwüstet. Wir wissen, wie das ist. Diese verdammten Synthetischen sind grausam. Sagen Sie mir einfach, wo ich sie finde. Sehen Sie? Sie sind nicht hier, um uns zu retten, Juliana. Wir sollten auf Hilfe der Firma warten, bevor wir... Ignorieren Sie ihn. Die Geth sind im Hauptquartier von Exogeny hier ganz in der Nähe. Das Hauptquartier ist Privatbesitz, Soldat. Beseitigen Sie die Geth sonst nichts.
Halt die Fresse. Ihre Firmengeheimnisse interessieren mich nicht. Commander, bevor Sie gehen, meine Tochter Lisbeth, sie wird vermisst. Sie sollten keine Zeit mit der Suche vergeuden. Wenn die Geht weg sind, können wir die Verluste zählen. Das ist meine Tochter, von der Sie da reden. Und sie ist noch am Leben, ich weiß es. Wo ist Ihre Tochter, Juliana? Sie arbeitete im Exo-Jenny-Gebäude, als wir angegriffen wurden. Oh ja, es gibt einige Orte, an denen sie sich vorübergehend verbergen könnte. Wenn sie da drin ist, hole ich sie raus. Danke, Commander. Vielen Dank. Bleiben Sie hier, bis ich herausgefunden habe, was die Geht wollten. Wie Sie meinen. Und vergessen Sie nicht, wenn Sie meine Tochter sehen. Ich fand's auch gerade ein bisschen witzig, wie Rex da gerade geguckt hat. Müsst ihr mal drauf achten. Einfach so von hinten immer so ganz böse gucken. Ja, das wäre, ob ich Sie um Hilfe bitten soll. Müssen wir jetzt wieder zurück oder was? Weil hier geht's ja nicht weiter. Tagebuch. Da hoch müssen wir. Ja, ich bin auch beeindruckt von meinen Fahrkünsten, wie ich das schon wieder hinkriege. Normalerweise fahre ich besser. Aber ich glaube, es liegt an der Steuerung. Kann man immer darauf schieben. Ab geht's. Du hältst mich nicht auf. Ich wäre fast auch noch runtergefallen. Irgendwer lebt da noch. Mach ich hier denn für Moves, bitteschön, ey. Kann das sein, dass da hinten irgendjemand war? Naja. Wenn wir mal drin sind, werden sie sich heftigst wehren. Genau, das schaffst du. Was ist denn das? Sieht komisch aus. Geht's aber auch ordentlich weiter und auf der anderen Seite halt überhaupt nicht. Da ist ein roter Knopf, deswegen. Ach, leichte Dechiffrierung. Komm ich durch.
Hier müssen aber noch Gegner sein, sonst wäre hier nicht blockiert. Fehlerhaftes Objekt. Ja. Darf ich mal sehen, was da ist? Gut. Ich glaube, ich habe gerade eine bessere Munition gefunden. Immer noch chemisch 1, will ich nicht mehr. Gib mir was Besseres. Tun wir da mal Brandmunition drauf, damit wir auch mal was anderes haben. Ist echt immer wieder so, ne? Ich hänge hier immer nur drin. Panzerbrech machen wir mal weg. Du kriegst einen Schredder VI. Oder was auch immer. Hammer 3. Wie wär's mit Polymonium? Ach, lassen wir erstmal so. Ich wusste es. Ach, der ist gehackt, weil die den Hacken-Skill benutzt hat. Deswegen tut er uns jetzt erstmal nichts. Okay, das haben wir. Gate-Aufstellung. Wir müssen eine neue Route nach drinnen suchen. Kann ich nicht einfach... Naja. Ich wollte nur einen coolen Zeitlupen-Shot machen, aber naja. Nix Zeitlupe. Kommt man denn jetzt weiter? Obere Ebene. Müllgrube. Gibt's jetzt noch einen anderen Weg oder was? Abwurf. Moment mal. Da kam er nicht weiter, ne? Da unten. Hier geht's nur nach unten, Commander Shepard. Ich wollte schon gerade den ganzen Weg zurückgehen. Verdammt! Es tut mir so leid. Ich dachte, sie wären Geld oder einer dieser Waren. Sie sind jetzt in Sicherheit. Warum sind Sie überhaupt hier? Ich bin selbst schuld. Jeder rannte los und ich blieb, um Daten zu sichern. Und dann war plötzlich das Gate-Schiff da und der Strom ging aus. Ich war gefangen. Ich versuchte zu entkommen, aber der Weg war versperrt. Wir holen Sie raus, sobald wir wissen, was die Gate suchen. Es sind nicht die Gate. Es ist das Energiefeld, das Sie aufgestellt haben. Sie wollen nicht, dass irgendjemand sonst zugreifen kann auf die... Ich bin wegen der Gate hier. Es ist sehr wichtig, dass ich herausfinde, wonach Sie suchen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, Sie sind wegen dem Torianer hier. Torianer? Was genau soll das sein?
Es ist eine einheimische Lebensform. Exogeny hat sie untersucht. Ich brauche mehr Informationen. Ich muss wissen, warum die Geth hinter dem Torianer her sind. Vielleicht könnte ich es schaffen. Aber nicht mit den Geth überall. Wir müssen hier raus, an dem Feld vorbei. Wissen Sie, wie wir es ausschalten können? Nein, nicht so richtig. Aber ich glaube, das Geth-Schiff versorgt es mit Strom. Ich habe bemerkt, dass die Geth überall Stromkabel verlegen. Sie könnten diesen Kabeln folgen, aber dieser Ort wimmelt nur so von Geth. In Ordnung. Ich sehe mir die Sache mal an. Bleiben Sie hier, bis das Feld aus ist. Das müssen Sie mir nicht zweimal sagen. Ich suche mir einfach ein Loch, wo ich mich verstecke, bis das Feld aus ist. Hier, nehmen Sie meinen Ausweis. Damit sollten Sie durch alle verschlossenen Türen kommen. Viel Glück mit diesem Feld. Direkt mal in Gegner rein. Gespawnt. Sehr nett. Weißt du, ich wollte hier ja mal eben nur kurz beenden, aber schick halt Gegner auf uns. So, ich würde mal sagen, das wäre es für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.